Guten Morgen. Was bringt das Leben? Wir zeigen, was das Leben gebracht hat. Da ist ein Wochenrückblick. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterdecker. Die frohe Botschaft am Anfang dieser Woche. Der Pfarrer von Bürgle darf im Amt bleiben. Der Bischof von Chur hat ihn wegen seiner Sendung von einem Segnung von einem homosexuellen Paar versetzen lassen. Jetzt darf der Pfarrer Wendel bleiben, vorausgesetzt er unterlässt Segnen von weiteren homosexuellen Paaren. Roger Köppler, Ausgabe von der Weltwoche. Was ist da genau hinter den Kulissen vom Bistum Chur gelaufen? Ein guter Hirte darf kein Schafskopf sein. Um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und herausgefunden, dass der Pfarrer nicht nur ein homosexuelles Paar, sondern auch eine schwerhörige Docke gesegnet hat und auch noch einer alten Vespa vor der Verschrottung eine Krankensalbung gegeben hat. Das allein hat der Pfarrer Wendel aber den Kopf gekostet. Weil er aber so souverän eine Stechpalme und zwei Goldfische mit Legasthenie einwandfrei geführt hat, will der Bischof von Chur ein Auge zudrücken und der Bischof sein Auge wird dann auch noch gesegnet. Schön. Baschi? Ex und immer noch ein bisschen Popstar, gehst du überhaupt noch in die Kirche? Ja, Kirche, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich besuche dreimal pro Tag die Heilige Messe. Dreimal? So gläubig? Nein, hungrig. Wie gesagt, es läuft halt im Moment nicht so gut, oder? Die Kassen und der Kühlschrank sind gerade ein bisschen leer und so. So gibt es wenigstens dreimal am Tag Hostie. Besser okay. Als gar nicht im Magen. Mhm. Themawechsel. Der Mobilanbieter Orange, oder? Heissen sie in dieser Woche? Salt. Wie findet die Runde den Namen? Ja, voll Scheiße, oder? Man ist klar. Roger Federer, selber ja auch Werbetrager für eine andere Firma aus diesem Bereich. Warum gerade so ein Vernichtungsurteil? Ja gut, ich muss natürlich Scheiße finden, oder? Ich mache ja auch Werbung für die anderen. Die haben sie die Frösche mit dem miesen Empfang. Keine Werbung jetzt, aber einfach die anderen. Ja gut, eine scheiß Firma oder scheiß Empfang, aber ich habe trotzdem ein Abo von denen. Warum? Ja, damit mich das dann nicht erreichen kann, oder? Sonst schauen wir dem über die Kappe voll wegen seiner Training und so. Was ist sie da? Stimmt, ja. Andere haben in der Liebe ja mehr Glück. Der Nationalrat Christoph Mörgeli hat mir diese Woche verliebt im Blick gesehen. Das ist so, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Wir sind selbst so richtig am Flüssen. Ich fühle mich wie ein 20-jähriger kampfbereiter Eidgenuss mit einer spitzen, scharfen Hellebarde. Hoppla! Politiker und Erotik scheinen gut miteinander rauszukommen. In Japan zeigt sich ein Kandidat in diesen Tagen splitternackt auf dem Wahlplakat. Werden wir das den Herbst vielleicht auch bei Ihnen sehen, Grüne Nationalrat, mit Ankündigung Bastien Giraud? Ja, ich setze sogar noch einen drauf. Ich klebe mir selber, mir persönlich, viel Blut, nur mit einem Sixpack bekleidet, an die Plakatwand, mit einem Klebverschluss am Füdli und einer Rose im Mund. Interessant. Aber was soll das? Ja, das spart unnötiges Plakatpapier und wegen unserem Wahlslogan «Wir Grünen ganz letzte Hemd für die Natur». Ich finde es super. Zum Schluss ist wichtig.